Morgen. Wir haben heute den 19.06. Und ich habe gestern nochmal, nachdem ich jetzt ja 5 Tage die Fütterung hatte, in mein Volk geguckt und festgestellt, in den Ableger, ja, dass dieser Ableger sein gesamtes Futter bereits verbraucht hat. Da habe ich heute beschlossen, die Fütterung zu beenden. Und gleichzeitig eine kleine Dunkelung des Ablegers zu machen. Komplett leer. Alle kriechen sie raus. Stöbe wieder raus. Ja, das Volk ist bei weitem nicht so ruhig wie das andere. So. Die sie eingetragen haben. Sieht man vielleicht. Das ist aber jetzt noch nicht so viel. Ein Drittel vielleicht, die andere Seite ist noch komplett offen, ist gar nichts. So. Sieht es jetzt aus? Gut. Daneben Nektar. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spielchen. So. Hier haben wir Futter. Ein wenig Futter, nicht viel. Brut. Na, ich stelle aus meinem Schleier raus. So. Bis jetzt habe ich 2 gezählte Brutwagen.
wäre dann, hier ist die dritte. Da ist auch die Königin. Das wäre jetzt Rotwabe Nummer 3. Rotwabe Nummer 4. Also wir haben bis jetzt 4 Brutwaben entdeckt. Die hier, das war die letzte, die ich gezeigt habe, Brutwabe. Dann haben wir die hier, da ist auch die Königin drauf, da oben läuft sie. Und die restlichen zwei, die davor standen, hatten wir auch noch 4 Brutwaben, dazwischen Futter. Und das hier ist auch was ganz Schweres. Das ist eine komplett gefüllte Futterwabe. Da ist geringfügig Brut mit drin. Ja, glänzt. Das sieht man hier vielleicht auch. Glänzt. Ab. Hier ist dann kaum Aufbauzustand. So. Die ist gut festgebacken da. Die kommt jetzt mal raus. Da ist nichts los in dem Ding. Die liegt einfach bloß da. Eine alte Futterwabe. Beziehungsweise eine alte bebrütete Wabe, die jetzt wohl als Futterwabe dient. Tragen sie auch Futter ein. Jetzt haben wir hier eine. Ein. Jetzt haben wir einmal Futter. Das ist Futter mit geringfügiger Brut. So, was haben wir hier? Futter. Das heißt, ich stelle jetzt die hier darüber, damit sie nah am Brutnest dran ist. Brut, frische vor allem. Das heißt, das wird dann noch eine Brutwabe da haben. Schon eine. Das hier ist noch keine, kann aber noch werden. Ja, die ist auch schon bebrütet. Hat es hier oben in dem Bereich hier hat stiftet. Gestiftet. Ja. Ja. Das ist klar, kleines Brutnest.
unten drunter ist. Lass mal gucken. Nichts mehr. Okay. Also es sieht okay aus, aber ein bisschen wenig Brut da. Das wundert mich. Das Brutnest ist leicht unzusammenhängend, weil ja hier eben diese eine kommt, die noch nicht bebrütet, die noch nicht so 100% bestiftet worden ist. Mal gucken. So, machen wir wieder zu, damit die Mädels in Ruhe haben. So, jetzt treiben wir die nochmal schön nach unten. Damit sie da nicht zerquetscht werden. Ich will ja nicht, dass die da unter dem Deckel begraben sind. So. Weg. So, dann ist dieses kleine Völkchen hier wieder einzaugig. Gut ist, hier sind keine Bienen drin drunter. Super. Es gab auch keine Räuberei. Also auch ganz gut. Jetzt nehmen wir den Scheiß mal drüber, dass ich es nachher gleich wieder mitnehmen kann. So. Und jetzt gucken wir uns mal unseren großen an. Einen kurzen Blick, wirklich nur kurz. Weggeschüttelt worden. Ja, da haben wir. Da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 4, 5 gesetzte Gassen. So. Volk ist total hoch. Richtig hilft gar nicht, als unser Honigraum ist. Wird normalerweise nicht so gut reingeraucht, wenn man das sofort merken würde. Das will ich jetzt mal so umstellen. Gut,
Fall. So gut wie. Ist der Hälfte voll so mit Honig, plus die fette Waben in den Unkraut. Das wird okay. Und der wird dann noch voll. Es kommt ja noch die Winkelblüte und alles. Da geht schon noch was. Mal gucken, was die bis dahin so gemacht hat. So. Moment, da haben wir den Rahmen noch nicht. Ja, auch nicht auf, wenn man so mit aufsteht. Der Teufel. Mögen die wohl nicht so, die anderen. Bei denen hier ist es egal, offenbar. Es gibt keinen geschulteten Rahmen mehr. Naja. Somit ist Schwarmstimmung für dieses Jahr beendet. Das heißt, hier ist Wabenhonig drin. Hey. Thank you.
gute Wahl. Die Rückseite auch nicht belegt. Minimal. Nicht auffliegen, ja. Scooter. Drin. Und der Drohnenraum hier ist schon wieder fast ausgebaut. Der ist komplett ausgebaut. Und voll mit Honig. Nichts mit Brot. Ich höre da mal. Da sind also nichts mit Brot. Mit Fleisch. Stimmung ist beendet. Tja, lustig. Ha! Nett! So. Jetzt habe ich 6 Brutwagen. Und wie ich feststellen muss, ich habe 2 Drohnenrahmen, 2 neue Futterwagen. Auch gut. So. Zur Arbeit. Und dann sind wir weiter. Schwer die Bockkiste. So. Nadine. Ich glaube, du kriegst da vorne her. So, ich muss erstmal Decke. Innendecke und dann die Außendecke. So, jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen Stift. Ich muss mich eigentlich kurz bemerken. Das mache ich kurz. So, ich vermag das dann nachher noch zu Hause in der Software. Das ist zum Beispiel Abend irgendwann. Also.
Gut. Okay.